viele Sachen aus Palermo, die mich einfach total inspirieren. Also allein die Kontraste dieser Stadt, diese Schönheit und auf der anderen Seite direkt daneben die Hässlichkeit und das Schlimme. Und also es gibt so starke Eindrücke. Dann die Stärke der Geschichte, die sichtbar ist, diese Vielfalt an Ebenen, das ist etwas, das interessiert mich auch sehr in Bezug auf die Kunst und auf die Skulptur im Raum und so. Ho trovato Palermo sicuramente una città diversa ed è stato anche estraniante un po' riuscire a interagire, soprattutto in questo periodo di residenza, per cui si richiedeva un maggior approccio alla città, ai contatti umani. C'était la première fois que je venais en Sicile et c'était pas du tout compliqué. C'était vraiment vivre pendant un mois à Palerme et travailler. Et le Covid, ça n'a pas changé la manière de vivre. C'était même mieux qu'à Paris. Arbeiten hier von mir. Das eine ist eine Videoarbeit, eine Skulptur im Raum aus verzinktem Stahl, aus Wasserrohren und eine Papierarbeit. Was man vielleicht so etwas allgemein sagen kann, ist, dass alle diese Arbeiten mit dem Raum, der Skulptur im Raum, des Gegenstands im Raum arbeiten, sei es jetzt durch die Bewegung, sei es durch Richtungen, Positionen im Raum, sei es durch das Thematisieren von Zwei- und Dreidimensionalität. Also immer ist das dieses Zusammenspiel zwischen Ding, Skulptur, es muss nicht Skulptur sein, ich sage einfach mal Ding und Raum. L'opera prende spunto dal progetto Diorama che ha realizzato l'architetto Schinkel dopo essere stato a Palermo a visitare la città. A me è interessato un po' quello che è stato il suo approccio alla visione della città da un punto di vista alto. Ho voluto realizzare una sezione di un tetto che è solitamente un punto di osservazione in cui tutti possiamo affacciarci per avere un panorama, una visione globale di un luogo e restituire in qualche modo quella stessa sensazione che tutti possiamo avere nel riscoprire, nell'arrivare in un punto alto e osservare un paesaggio. Je travaille beaucoup à partir de mon environnement direct, donc être à Palermo ça a vraiment influencé directement. Enfin, et le titre du projet Palermo Panorama, c'était vraiment pour moi un peu cette idée justement d'avoir mon panorama de Palerme, qui est un panorama complètement subjectif. Je prends beaucoup d'images et après il y a des images qui vont me donner envie de faire un tableau qui me paraissent naturellement faisables, qui peuvent donner quelque chose, d'avoir une dimension physique du tableau ensuite.